Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zum Battle wieder zurück. Hier mit Minecrafter 1905. Hallo. Jo, hallo. Genau, und der Paintball-Mod mal wieder. Wir haben ein paar kleine Änderungen, nämlich, dass wir nun die Map etwas abgegrenzt haben. Das bedeutet, wir haben die kleiner gemacht, wir haben eine Battle-Map draus gemacht. Und was haben wir noch geändert? Ach ja, wir haben ein Leben dazu bekommen. Weil wir hatten in einer Nachbesprechung noch beschlossen, dass einfach, weil wir halt von einem Team mit Rüstung getötet worden sind, noch das Leben bekommen haben. Denn Rüstungen sind ab sofort, also Eisenrüstungen sind ab sofort verboten, genauso wie Eisenschwerter. Genau, ja, und also generell auch Lederrüstung und so weiter. Nur die normale Rüstung, die halt im Spiel mit drin ist. Und und Schwert halt auch nicht, sondern nur mit der Faust oder mit den Waffen, weil wir tun den Mod halt nicht umsonst drauf, sondern auch damit man damit kämpft. Und natürlich dürfte man Waffen benutzen, nur die Rüstung halt von dem Paintball-Mod. Ja, die ist wirklich übertrieben. Ja, die schützt halt gar nicht vor so Sachen und deswegen. Ganz genau, und die Eisenrüstung hat da wirklich richtig geschützt. Ich habe da wirklich, hier, ich glaube, das war Splacks, richtig oft reingeballert und auch, ich dachte echt, noch einen Schuss mehr und dann ist er tot, aber nein, die Eisenrüstung hat das alles einfach nur so weggesteckt, als ob das wirklich nur wie Erbsenkörner, dagegen schießen, Ich habe auch hier Bloxplay, habe ich mal gefragt danach und er hat gesagt, er hat ein Leben oder verloren und ich habe ihm 3 Schüsse oder so gegeben. Ja, das war wirklich übertrieben und genau deswegen haben wir halt noch ein Leben dazu bekommen. Das bedeutet, wir haben 2 Leben, genauso wie Luke und Zironic und wer, ich weiß nicht genau. Kitzek und Gamer Rufifis und Bloxplay und Splex haben dafür halt noch 3 Leben. Die haben halt ich glaube nur noch ein Team. Wie ein Team? Ich glaube, noch ein Team hat 3 Leben. Ja, Bloxplay und Spexcraft. Genau. Die haben 3 Leben und Gamer Rufifis und Gitznix, also sonst haben alle 2, so. Ganz genau, so sieht das aus. Joa. Ich bin mal gespannt, hier sind die Waffen, denn, der andere Server-Hoster, sag ich einfach mal, ist in Urlaub gefahren und war so nett und hat uns nicht die Map hinterlassen. Und deswegen mussten wir einfach, nochmal eine neue Map hier auch nochmal nehmen, wo wir einfach die Waffen, die wir so hatten, nochmal in eine Kiste gepackt haben. Wir können ja schon mal welche rausnehmen, oder? Ja, genau, ich nehme jetzt auch schon mal hier die Rüstung und so weiter. Sollen wir eigentlich die Basis aufbauen, oder? Eine Basis? Wollen wir das machen? Können wir doch gerne, das wäre doch gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Ja, dann könnten wir halt diese Basis nehmen und irgendwo hinpacken. Ich nehme mal den Launcher raus, die Waffe, die... Ich nehme eine Granate, so. Granate. Spitzhacke habe ich auch. Ein davon. Ja, und sonst, die Basis, soll ich die nehmen, oder? Ja, nimm du mal die Basis, die kann ich eh nicht. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Und auch den anderen Rest. Kannst du eigentlich alles nehmen? Bis auf die Steaks, davon nehme ich mir auch nochmal. Ja, nimm einfach alles mit, ich habe genug Steaks, so. Und dann ziehe ich schon mal die Rüstung an. Kannst die Muni da drin noch haben? Warte, wir haben gar keine Sniper, ne? Doch, ich habe eine. Ah gut, okay, dann hau mit der Sniper drauf, die macht nämlich richtig viel Schaden. Ja, erst recht auf, ich glaube aber nur, die schießt 40 Blöcke weit, 40 Stück. Soll ich dann gleich schon mal die Basis hier irgendwo gucken, ob ich die aufbauen kann? Und wollen dann, wir hier in der Ecke eine bauen? Ja gut, das passt aber glaube ich nicht von Dings her. Ich gebe dir hier das Teil mal, ich weiß, hab gar keine Ahnung, was das Teil ist hier. Zeig mal. Ach so, das, behalt das, ich habe auch eins davon. Dann was kriegst du Munition raus. Ach, wenn man das irgendwo hinstellt. Ja, so da. Und dann ist der Countdown, jetzt geht los und... Okay, es geht gleich los. So, Waffen hier, Waffen da. Puh, ein Launcher. Ne, habe ich schon. Okay, gut. So, und jetzt ich guck mal, ob die irgendwie hier geht. Nein. Ah, jetzt müssen wir gucken. Wir sollten da vielleicht auch so eine Art Wände drumherum bauen. Oder irgendwie so eine Burg irgendwie draus bauen, keine Ahnung. Ja, könnten wir auch machen, nur jetzt gerade, ich finde nämlich kein... da unten, aua. Aber schön weit am Meer, weil hier oben könnt ihr ja einen noch rüber bauen. Also ist immer noch zu wenig, das geht ja gar nicht. Das geht doch nicht, oder wegen dem Gras? Ja, das könnte eventuell sein. Komisch. Ich weiß gar nicht, wie groß die Map ist. Ich glaube, die ist relativ klein, deswegen wäre das bald schon... Wenn die jetzt schon direkt kommen, weißt du? Wir machen ja diesmal nicht mit Zironic und so weiter im Team. Wir sollten nicht so übel... Wir dürfen den nicht angreifen. Wir sind immer noch... Jetzt. Ah, okay. Wir sind immer noch mit denen im Team. Ja, und hier sind jetzt wieder Sachen drin halt, ne? Dieses Armor-Pack und Pot. Ich nehme jetzt mal so ein paar Sachen. Wir sollten... Nee, die Kitze. Jetzt am besten nach oben. Also mit Zironic und so weiter, die dürfen wir halt nicht töten. Da kannst du dir Munition holen. Genau, das kennen wir alle schon. Ja, egal. So, wie wollen wir das machen? Wollen wir hier unten die Türen dicht machen? Warte, hier gibt's Waffen. Ich habe mir jetzt mal Waffen geholt, so Claymore und so weiter. Kannst du auch mal drauf drücken. Okay. Mit der rechten Maus, das hast du ja, ne? Ja. Oder links, keine Ahnung.
Ja, ich bekomme nichts. Ach, dazu muss erstmal wieder aufmachen. Muss erst auf, genau, warte, wir haben aber ein zweites. Das kann ich eben holen, warte. Ich kann hier mal. Aua. Da hinten kommen die schon. Echt, wer? Ich weiß es nicht, die Namen erkenne ich nicht. Hier, das ist Sionic und Luke. Ah, okay, gut. Ja, die sind gelb. Ja. So, die greifen wir halt nicht an. Ich weiß nicht, mit welcher Waffe ich jetzt draufhauen soll. Mit der Sniper, glaube ich, eher. Ich würde auch auf kurze Distanz würde ich die Sniper nehmen. Ja, gut, die Sniper ist wirklich gut. Und jetzt drauf da. Da kommen sie. Genau, einfach so. Da hinten sind Schweine, die hole ich mal eben, okay? Ja, mach das. So, Claymore auch am besten hier so hin. Schwimme ich. Schafe brauchen wir nicht mehr, ne? Nee, brauchen wir nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich verwechsel mal die Waffen. Sniperwaffe, Shotgun, okay. So, ey, ich bin gerade richtig aufgeregt, ne? Ja, wir haben noch gute Chancen, weil wir halt noch ein Leben bekommen haben. Hier ist noch alles möglich, sag ich mal so. Alter, ich muss dir gleich erstmal die, wie ich sehe, die Mausempfindlichkeit wieder bei mir hochstellen. Die ist noch auf Standard. Boah, ich bin gerade richtig aufgeregt, ey. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Weil es hat bis auf ein Team ja eigentlich jedes Team gleiche Leben. Und das könnte. Genau. Und hier ist eine Schlucht, außerdem nebenbei. Das könnte ganz schön ganz knapp werden eigentlich. So, eine Schlucht. Ja, ne, da gehe ich mal lieber nicht rein. Bevor wir da noch erschreckt werden von irgendwelchen Gegnern. Ja. Tja, dann komme ich mal wieder zurück. Mach das. Boah, und ich hab. Ey, ich bin gerade wirklich, ne, aber wirklich aufgeregt, ey. Das hört man auch bei dir irgendwie richtig raus gerade. Erst recht, bist du aufgeregt, weil. Ja, keine Ahnung, weil du gerne hier gewinnen würdest. Ja, ne? Ja, klar. Ja, ich verliere sonst immer, sage ich mal, ne? Ja, relativ oft leider. Und ja, da. Wegen deiner Verbindung muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Mittlerweile, ich weiß nicht, was da los ist, aber seit gestern kann ich wirklich alles top spielen. Also hier laggt's wirklich jetzt null wieder. Und soll ich sagen, was ich auch raushöre? Deine Mikrofonqualität ist nicht mehr so abgehackt. Das hört sich gleich alles viel besser an. Ja, weil mein Internet irgendwie aus irgendeinem Grund besser geworden ist. Ich weiß nicht warum, aber ich find's auf jeden Fall geiler und so. Ich finde das auch für die Aufnahme hier geiler, nicht mal abgehackt irgendwie. Genau, ich versau ich damit nicht die Aufnahme. Und das habe ich halt, seit gestern ist das so. Ich kann jetzt auch wieder MW3, sage ich mal, richtig spielen, weil meine Verbindung diesmal besser ist. MW3, Okay. Ja, also mal, wirklich, das ist jetzt hier wirklich ein Vorteil. Also was ich etwas schade finde hier gerade, fällt mir nur mal nebenbei auf, dass wenn meinetwegen die Gegner aus der rechten Seite, von der rechten Seite kommen, wir können gar nicht Sironic und Luke Bescheid sagen, richtig, dass da welche kommen, weil wir sind ja nicht mal mit denen heute in Teamspeak und das ist etwas schwierig, weil wir können ja auch schwer in den Chat schreiben. Von rechts kommen die, überrascht sie. Ich guck mal, ob ich die irgendwie finde oder so. Ach so, genau, und über diese Bedrock-Mauer, da darf man halt gar nicht rüber. Also, ne, wenn man da rüber geht, ist man disqualifiziert. Tja, so. Wollen wir dann nicht mal lang... Hey, stopp, nicht so vorlaufen. Ach ja, ihr seid ja erst hinter mir, ne? Ich würd wirklich... langsam vorgehen, so Quickscope hier. Wie viele Schüsse braucht man mit einer Sniper für ein Schwein? Alter, ich bin heute im Aiming schlecht. Ich treffe hier gar nichts irgendwie. Ja, mit der Sniper ist das richtig schwer. Also von dem Mod ist, das geht richtig krass. Ja, aber ich kann das normalerweise eigentlich besser. Naja. Oh. Das Schöne ist wirklich, es gibt hier mehr Tiere. Beim letzten Mal war es ja wirklich so, dass da kaum noch Tiere da waren und ich treffe im Nahkampf den Sniper. Doch, da hinten sind welche. Wirklich? Welches Team? Welches Team? Keine Ahnung, welches Team. Im Urwald, da hinterm Baum? Ja, im Urwald. Okay. Ich glaube, sprechen die miteinander? Ich glaube nicht. Los, sagt er. Ja, rauf. Aber ich würde vorschlagen, wir halten uns etwas mehr hinten auf, oder? Ja, hier haben ja auch nur zwei Leben, also entweder gehen wir jetzt auch drauf, oder? Ja, stimmt. Wir gehen einfach, wir machen einfach, was wir können. Sag ich mal so. Oh, wie heißt das denn? Eine Kürbis. Ach ja, mir fiel der Name gerade nicht ein. Oh, die könnten uns hier wirklich stark überraschen und Sionic bleibt hinten. Am besten hier so lang. Pass wirklich auf, ne? Also nicht. Ja. Nicht irgendwie, Luke ist da wirklich recht schnell immer dabei. Ich bleib mal bei dir am besten. Jo, mach das. Ich gehe da hinter. Wow, hab ich gerade was abbekommen? Hast du Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Oh, da darf man nicht rübergehen. Oh, ich fühle mich gerade hier etwas offen, sage ich mal so. Ja. Wollen wir nicht wieder hier raus, irgendwie auf dem Berg? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn Sironic jetzt? Komm mal mit. Auf dem Berg sind die auch hochgegangen, ne? Echt, auf den Berg da? Ja, ich glaube schon. Dann gehen wir doch mal
Oh, ich dachte echt gerade schon, welcher Gegner steht da, aber das war nur Theronic. Huh. Vielen Dank, sagt er. Ja, er hat hier die Peilung. Ja. Der Navi. In 500 Metern links abbiegen. Ja, Mann. Und dann so, ja. Sie haben ihr Ziel erreicht. Los. Oh, oh. Oh, fuck, ich wurde. Oh, hier ist das Spot. Hier haben welche geschossen. Komm mal runter da. Du bist gerade ganz schön weit offen. Ja, die haben hier eine gute Schutzeinrichtung, ne? Ja, die haben da etwas mehr Glück gehabt als wir. Okay, aber wir haben dafür auch eine offene Fläche. Also jedes hat eigentlich, ja, jedes Team hat, oder auf jeden Fall zwei Teams haben ein paar Vorteile. Ich denke mal, den Regenwetter ausschalten. Hoffe ich mal. Tja, wo waren die denn? Die sind, ich glaube echt, die sind auf den Bäumen, aber... Ja, ich weiß es nicht, weil, ja gut, aber wenn die auf den Bäumen sind, da kannst du die da richtig leicht eigentlich runterhauen. Mhm. Tja, ich würde vorschlagen, naja, ja... Ich möchte mich auch nicht von Sionic und Co. trennen. Ja. Weil, ja, wir haben halt auch nicht so gute Chancen jetzt, ne? Also hier, Bloxplay und Fritz. Die zurück! Zurück! Warum? Zurück, da hinten kommen die. Dann schießt die doch ab. Ja. Ja, klar, schießt die auch ab, mal, wenn die zu zweit kommen. Da, genau vor denen hatte ich Angst. Die, unsere Reichweite reicht nicht, glaube ich. Nee, die reicht überhaupt nicht hier. Wir müssen noch näher ran. Wo sind die? Da. Oh oh. Ich treffe die ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kann hier Dauerfeuer errichten. Okay, ich glaube, ich krieg. Nicht treffe. Oh, 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 der zieht aber richtig viel. Hast du die getroffen? Haben die dich getroffen? Geh mal zurück. Geh nicht darauf, nicht rauf. Komm wieder zurück. Splex ist tot. Ja, geil. Jetzt noch ein Minecraft. Na komm. Er kommt hoch. Beziehungsweise haut ab. Oh, er hat nicht mehr viel Leben. Und komm, jetzt. Da hinten kommt noch einer, glaube ich. Ich treffe nicht. Oh, er ist weg. Hinterm Berg. Aber ich glaube, da kommt Luke gleich auch noch um die Ecke. Ich glaube, deswegen haben wir gerade einen Vorteil, weil wir uns gerade gut aufgeteilt haben. Oh, okay, da nein, bist du. Wo kommt man hier hoch? Ja, hier an den Lianen. Ja, oder hier. Oh, da ist schon wieder andere. Ich muss zurück.